Hallo, heute ein neues Video. Wie ihr seht, natürlich ja schlaue Bemerkung am Rande. Heute soll es um den Lippenstift gehen, den ich trage. Und zwar habe ich das ja schon mal angekündigt, dass ich einen neuen Lieblingslippenstift habe. Und zwar ist das die 06 Coral von Alterra Kosmetik. Das bekommt ihr bei Rossmann. Gibt es auch bei Rossmann online, falls ihr Rossmann gar nicht habt. Weiß ich nicht, müsst ihr dann abwägen, ob sich das mit den Versandkosten lohnt. Auf jeden Fall haben die zwei verschiedene Lippenstifte im Sortiment und achtet darauf, ich rede jetzt nur von diesen langen, schmalen, von den pflegenden Lippenstiften. Mit den anderen habe ich keine Erfahrungen gemacht. Also wirklich nur von diesen langen, schmalen, pflegenden Lippenstiften. Der kostet 3,49 €, aber manchmal hat Rossmann ja auch so Angebote, dass sie bestimmte Kosmetikmarken ein bisschen reduzieren und ich habe den für 2,49 € ergattert. Warum ich den überhaupt gekauft habe, möchte ich euch auch kurz erzählen. Und zwar hatte ich euch ja von dem MAC Lippenstift Toxic Tail aus der Disney-Kollektion berichtet. Ich swatch den gerade nochmal. Ich male euch den nochmal auf den Handrücken. Und zwar ist das ja so ein neonfarbiges Korallerot. Und viele hatten den nicht mehr bekommen oder denen war der zu teuer. Der kostet 18 €. Und deswegen suche ich schon die ganze Zeit nach einem Tube für euch. Und ich dachte, jetzt habe ich den anderen wieder zugemacht, ich blöd Mann. Ich dachte, die könnten ein Dupe sein. Ich hatte den im Laden nicht dabei und habe den auf Verdacht mitgenommen. Aber ihr seht ja schon, es wird kein Dupe sein. Ich male euch den anderen nochmal dazu. So. Ihr seht, der hier ist viel, viel gedämpfter, viel, viel, einfach alltagstauglich hier, sage ich mal, weil ich mir vorstellen kann, dass viele von euch so einen knalligen Neon-Lippenstift gar nicht im Alltag auf den Farben tragen würden. Deswegen reden wir jetzt mal über den, bis ich einen Dupe zu dem gefunden habe. Ich gebe nicht auf, ich suche weiter, aber ich möchte euch den heute mal ans Herz legen. Und zwar, wie der Name schon sagt, es ist ein pflegender Lippenstift und als genau das empfinde ich ihn auch. Ich trage den auf in einem Rutsch und die Farbe ist auch schon so, wie sie sein soll, also relativ intensiv. Sie deckt sofort und sie ist sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Wenn ihr den im Laden swatcht, es gibt Tester, muss ich allerdings dazu sagen, dass er auf der Hand so ein bisschen schmierig rüberkommt und so ein bisschen, als würde er die Farbe nicht gut gleichmäßig verteilen. Hatte mich im Laden auch ein bisschen irritiert, aber ich habe ihn dann mitgenommen und ich muss sagen, auf den Lippen ist das überhaupt nicht so. Ihr tragt den auf und da hat er ein ganz anderes Gefühl als auf dem Handrücken. Also quasi so, als hättest du ihn nochmal abgepudert, aber das machst du nicht. Du trägst ihn einfach nur auf und bäm, die Farbe ist da und sie sieht meiner Meinung nach auch relativ toll aus. Es ist eine Alltagsfarbe, die trotzdem ein bisschen auffälliger ist, aber nicht so kreischig wie so eine Neonfarbe. Also für mich eine ultimative Empfehlung für einen Alltagslippenstift. Wie gesagt, weil er sich auch total gut tragen lässt und nicht so rutschig ist. Also er bleibt auf den Lippen, er bleibt auch relativ lange. Also ich ziehe den am Tag vielleicht 2-3 Mal nach. Natürlich, wenn du was gegessen hast oder getrunken, dann sieht das so ein bisschen anders aus. Aber sonst hält der relativ lange, obwohl ich immer so viel sabbel, ne? Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich bin nicht mehr so geübt im Review machen. Also wenn euch irgendeine Information fehlt, dann müsst ihr danach nochmal fragen. Der Geruch ist nicht so angenehm. Es ist Alterra Naturkosmetik. Naturkosmetik riecht immer so ein bisschen, ja, seltsam. Einfach nicht mit Duftstoffen versehen. Also, ja, ist jetzt nicht der tollste Geruch, aber ich kann darüber hinwegsehen und kann damit leben, weil er mir auch jetzt nicht in die Nase steigt. Er ist auf jeden Fall geschmacksneutral. Da kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Er schmeckt jetzt nicht bäh oder so. Bei den Dior-Lippenstiften ist das total furchtbar. Die schmecken nach Waschmittel, nach Seife, nach Waschsalon. Ist bei dem hier überhaupt nicht. Also kann ich getrost empfehlen. Das Einzige, was noch so ein bisschen schade ist, dadurch, dass er ja auf der Hand auch so ein bisschen schmierig rauskommt, er ist auch in der Verpackung so ein bisschen angedätscht quasi schon. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Er ist so ein bisschen, also er hat das Potenzial, dass man ihn vielleicht abbricht. Da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Also er ist weich. Ich habe nach dem Wort weich gesucht. Schlautermacher, du redest eine Minute um den heißen Brei. Ja. Aber das auch nur auf der Verpackung, auf deinen Lippen hat er, wie gesagt, diese Eigenschaft gar nicht. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Alltagsfarbe und bei mir hat sich diese Farbe absolut bewährt.
Es gibt noch andere Farben. Müsst ihr mal gucken, in Rot, in Braun, in ein dunkleres Rot. Guckt da einfach mal, es sind 5 oder 6 Farben oder so. Ja, 6, glaube ich. Ich glaube, das ist die letzte im Ständer. Ob euch da vielleicht noch was zusagt, also diese pflegenden Lippenstifte kann ich absolut empfehlen. Vielleicht habt ihr den ja schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung kundtut oder falls ihr noch Fragen zur Review habt. Ich bin nicht mehr so geübt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst die Fotos auf dem Blog nicht, ne? Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.